Verehrte Pansen und Pansinchen, es ist Montag und ihr wisst, was das heißt. No! 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 Genau, es ist absolutes Leugnen des wohl beschissensten Wochentags der Welt angesagt. Und wie macht man das am besten? Man tut sich was Gutes, um sich abzulenken. Also habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben sogenannte Funko Pop Vinyl Line Figuren gekauft. Ja, was hieß denn jetzt das? Das ist eine Produktlinie der Marke Funko, die Popkulturfiguren nimmt und denen einen großen, süßen Kopf verpasst. Und das gibt's dann zum Beispiel für Star Wars, DC, Marvel Comics und so weiter. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir die Dinger tatsächlich noch nie genauer angesehen habe. Bis vor ein paar Tagen. Und da habe ich welche gefunden, die ich mir unbedingt kaufen musste. Und das will was heißen, weil ich mein Geld ja sonst nur für Blackjack und Nutten ausgebe. Der langen Rede gar keinen Sinn, ich zeig euch die jetzt mal. Und weil ich die Dinger echt cool finde, werden die ab jetzt bei mir im Regal stehen. Achtung! Tada! Und was jetzt passiert ist, ist reine Magie. Woher kenne ich den Spruch nur? Ist ja auch völlig egal. Und wer sich jetzt denkt, ha! Geil! Dem kann ich nur sagen, ja, vielleicht. Aber es macht Spaß, so wie ein Rehkitz mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Das ist ein original Robin Hood Zitat und Robin Hood hat immer recht. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Sammelt ihr irgendwelche Figuren? Wenn ja, welche? Und vor allem habt ihr noch irgendwelche coolen Vorschläge, was oder welche Figuren ich mir noch ins Regal stellen könnte? Schreibt es mir gerne in den Kommentarbereich. Ich freue mich drauf. Lasst mir auch gerne einen Daumen da, da würde ich mich auch freuen. Und ich hoffe, dass euch die heimtückische Kartoffelfäule nicht erwischt. Das war's von mir. Macht es gut. Bis dann und Heider out.